Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu The Longest Journey. Ja, wir haben alle Teile der Steinscheibe zusammen. Ja, den Stein der Vinar, den Stein der Banda, den Stein der Alatia und der Merum und der Stein des dunklen Volkes. Und ja, irgendwie müssen die ja jetzt wieder zusammengehen und eine neue Steinscheibe bilden. Und das Einzige, was uns dabei vermutlich helfen kann, ist das hier, denn hier gibt es ja mehrere Vertiefungen und deshalb werden wir jetzt mal gucken, was wir hier so machen können. Vielleicht hat April ja jetzt nochmal neue Informationen für uns. Eine kleine Vertiefung, etwa von der Größe meiner Faust, von der ein schmaler Kanal zu einer Vertiefung in der Mitte des Bodens führt. Okay, ich probiere jetzt mal, ob wir unsere Teile hier reinlegen können. Dann fangen wir mit dem an. Ah, in die rechte Vertiefung passt das. Sehr gut, ich habe jetzt gerade schon einen Schreck bekommen. So, Nummer 1 wäre platziert. Nehmen wir den zweiten. Der gehört hier oben rein offenbar. So, dann Nummer 3 gehört nach unten. Und der letzte wird hier drüben platziert. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Ich fürchte, da ist etwas schiefgegangen. Ich fürchte auch. Es klang irgendwie nicht so richtig gut. Irgendetwas verhindert, dass sich das Maul des Drachen ganz öffnet. Na, hier klebt ja auch irgendwas drauf, ne? Irgendetwas verhindert, dass sich das Maul des Drachen ganz öffnet. Da müssen wir uns jetzt was überlegen. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, ja, wir haben ja jetzt wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, nochmal mit Krähe zu sprechen auch. Und deshalb sollten wir ihn vielleicht auch nochmal rufen. So, können wir denn jetzt hier irgendwas machen? Ein rostiges Rad. Das wird uns ja nicht helfen, da oben, wenn das Wasser jetzt abgelassen wird. Rührt sich nicht. Okay, rührt sich nicht. Dann gehen wir nochmal raus, holen erstmal Krähe. Quatschen vielleicht nochmal mit ihm. Und dann ja, kümmern wir uns um die weiteren Probleme. Bevor das am Ende gar nicht mehr möglich wird. Außerdem kann er uns ja vielleicht hier helfen. Und sich das mal genauer anschauen, was da oben los ist. Sag nichts! Du brauchst meine Hilfe für irgendetwas, was du nicht selbst tun kannst, hm? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Warum so zynisch? Weil du mich offenbar nur rufst, wenn ich etwas für dich tun soll. Nie, um mir zu sagen, hallo Krähe, wie geht es dir? Oder, hey, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich lieb habe. Tut mir leid, aber ich habe so viel um die Ohren, dass ich vergessen habe, wie man seine Freunde behandelt. Freund? Ich bin dein Freund? Wann immer du mich brauchst, Süße, bin ich da. Er ist ja schon irgendwie niedlich. Was kann ich denn für dich tun? Ja, ich wollte mich eigentlich mit dir unterhalten. Krähe. Na gut, dann schau dir doch das mal bitte hier oben an und sag mir, was da kaputt ist. Irgendetwas verhindert, dass sich das Drachenmaul ganz öffnet. Könntest du mal nachschauen? Das ist alles? Für eine meiner leichtesten Übungen.
Jo, ich sehe, warum es nicht klappt. Wann haben die das letzte Mal hier sauber gemacht? Überall ist Taubenmist. Teilweise schon richtig versteinert. Na toll. Pick es ab. Abpicken? Nein, 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 nein. Das ist ja ekelhaft. Von Taubenmist abpicken war keine Rede, als ich mich da im Abenteuer angeschlossen habe. Krähe, pick es ab. Ja! Oh Mann, ey. Oh, die sind echt zu gut. Ich brenne! Wir haben es geschafft. Wir haben eine neue Steinscheibe hergestellt und ich frage mich, was Minstrumieri gerade da unten denkt. Krähe? Er scheint nicht da zu sein. Ich versuche später nochmal. Ist er jetzt sauer, weil wir ihn dazu gezwungen haben, den Taubenmist abzupicken? Ach nee, einfach zu herrlich. Können wir nochmal mit Minstrum Jerin sprechen? Vielleicht wundert er sich ja, was da gerade aus der Decke geflogen kam. Verzeihung? Ja. Ah, weißt du, warum das Rad festsitzt? Weißt du, warum das Rad festsitzt? Himmel, es sitzt fest? Ach ja, stimmt. Wir halten die Schleuse geschlossen, damit das Becken nicht versehentlich entleert wird. Könntest du sie für mich öffnen? Sicher. Aber warum? Weil ich das Wasser aus dem Becken ablassen möchte. Gütiger Himmel, das willst du? Na gut, ich werde die Schleuse öffnen. Ist ja auch egal, warum, ne? Aber April, ganz ehrlich, du hättest auch da auch so rangekommen, oder? Also ich meine, das Wasser, wie hoch ist das? Knöcheltief? Zumindest sieht's so aus. Gucken wir mal, was sie sagt. Die Scheibe des Gleichgewichts. Schlüssel zum Reich der Hüter. Geformt im Drachenfeuer aus den vier Steinen, die ich während meiner Reise durch Arcadia gesammelt habe. Sie gäbe einen schönen Briefbeschwerer ab. Ich hoffe, dass sie noch was anderes kann. Mal sehen, was April zu melden hat. Nicht ohne in das Wasser zu tauchen. Na genau, das möchte ich von dir. Nicht ohne in das Wasser zu tauchen. Ja, aber April und Wasser, ne, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Aua, das kocht ja fast. Okay, jetzt kann ich's verstehen. Warum sie da nicht rein möchte? Das Wasser ist kochend heiß. Dann, ja, müssten wir ja jetzt das Rad drehen können. Hoffentlich. Und es ist doch ein bisschen tiefer gewesen. Die Scheibe des Gleichgewichts. Schlüssel zum Reich des Hüters. Sehr gut, die sammelst du jetzt ein. Und dann haben wir den Teil schon mal geschafft. Wunderbar. Die vollständig zusammengesetzte Steinscheibe. Im Drachenfeuer geschmiedet und im kalten Wasser der Wächter-Enklave gekühlt. Sehr gut, dann können wir doch bestimmt schon den ersten Stein dort einsetzen. Nee, können wir nicht. Okay, dann machen wir das nicht. Dann sind wir jetzt hier fertig. Mach's gut, Minstrum Jerin, wo auch immer du jetzt hin bist. Und wir müssen irgendwie einen Weg jetzt zurück nach Stark finden, habe ich so das Gefühl. Denn anders geht's ja jetzt nicht weiter. Uns fehlt ja jetzt hier nur noch einer der Trakin. Und ansonsten haben wir ja in Arcadia jetzt alles erledigt. So, haben wir jetzt hier was Neues dazu bekommen? Jawohl. Sonntag, 6. August nachmittags. In der Enklave,
Ich weiß jetzt, wo die vier Teile der Steinscheibe aufbewahrt worden sind. Mit Grays Hilfe konnte ich die Steine im Feuer zur Scheibe verschmelzen. Jetzt muss ich die Scheibe nur noch aus dem Becken in der Bibliothek holen, das Drachenauge, den Edelstein des zweiten Drachen von Arcadia suchen und nach Hause zurückkehren. Dass ich noch keine Ahnung habe, wie ich die beiden Aufgaben bewältigen soll, beunruhigt mich im Moment kaum. Ich habe in der letzten Woche Schlimmeres erlebt. Da werde ich jetzt wohl auch noch eine Lösung finden. Ja, und solange wir jetzt in Arcadia sind, werden wir uns darum kümmern, den zweiten Drachen zu finden. Wo auch immer der sein mag. Hilfe, es ist eine Armee auf dem Weg hierher. Und sie haben die Straße gesperrt. Wo sind Portale, wenn man sie braucht? Ich bin in echten Schwierigkeiten. Bitte, bitte, geh schon auf. Beim letzten Mal war ich vor Angst fast außer mir und heute fühle ich mich kein bisschen sicherer. Es klappt nicht. Ich verstecke mich einfach im... Oh. Von der Glocke gerettet. Schon wieder. Meine Kraft funktioniert nur, wenn ich Todesangst habe. Jetzt habe ich zum zweiten Mal instinktiv ein Portal geöffnet, als ich in tödlicher Gefahr war. Ich weiß aber immer noch nicht, wie es geht, wenn ich außer Gefahr bin. Moment. Die alte Dame meinte, ich soll meine Talente bündeln. Ist Weglaufen wirklich mein größtes Talent? Warum hat mich das Portal überhaupt hergebracht? Ich habe nicht mal an das Studio gedacht. Naja, sie hatte ja auch gesagt, dass April über das Malen ihre Magie bündeln könnte. Das heißt, das kann ja der Weg sein, mit dem wir also zurück nach Arcadia kommen. Die Frage ist halt nur, wohin dann? Aber als erstes, schauen wir noch mal ins Tagebuch. Wieder ein Portal und eine Reise in der letzten Minute. Wer tut das? Bin ich es etwa selber? Und geht es nur, wenn ich Todesängste ausstehe? Das wäre nicht schön. Aber ich sollte mir lieber Gedanken um Minstrum Jerin, Brian und alle anderen Makuria machen. Sie stellen sich mit schierem Mut und sonst nichts einer ganzen Armee entgegen. Ich kann jederzeit weglaufen, aber sie nicht. Sie sind so tapfer und haben so viel zu verlieren. Ich kann ihnen nur helfen, indem ich beende, was ich angefangen habe. Ich muss ein letztes Mal nach Arcadia, um den Edelstein, das Drachenauge des zweiten Drachen, dort zu suchen. Und ich habe eine Ahnung, wo ich es finden kann. Dort, wo alles begonnen hat. Aber wie komme ich hin? Lady Elaine riet mir, meine Begabung zu nutzen, um meine Kräfte zu bündeln. Und meine einzige Begabung ist die Malerei. Das heißt, glücklicherweise sind wir natürlich wieder im Studio. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass April an ihrem Bild weitermalt. Komisch. Hat sich mein Bild verändert, seit ich zuletzt hier war? Alles wirkt viel klarer, lebendiger. Tja, wir wissen natürlich immer noch nicht genau, was sie da eigentlich alles gemalt hat. Aber hier ist das Malzeug. Das können wir schon mal einstecken. Mein Handwerkszeug. Und uns dann daran machen, das Bild weiter zu malen. Allerdings werden wir das erst im nächsten Video machen. Zeit ist nämlich an der Stelle schon wieder vorbei. Also bis dann. Tschüss.